Hallihallo, ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Osterfest und hast dich ein bisschen entspannen können. Heute geht's weiter mit der Episode 101 und mit einer absoluten Powerfrau, nämlich Karin Wess. Bevor aber jetzt gleich das Interview mit Karin Wess beginnt, möchte ich dich einladen zu meinem Stimmkurs-Date mit deiner Stimme. Du wirst in 3x2 knackigen Stunden erfahren, wie du deinen Atem zu Klang machst, besser artikulierst, dich besser darstellst und wie du auch mit Lampenfieber umgehst. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und in diesem Podcast geht es um authentische Kommunikation. Auch darum, wie du als schüchterne Unternehmerin oder schüchterner Unternehmer in die Sichtbarkeit kommst. Ja, hallo, schön, dass du wieder zuschaust. Und heute gibt es wieder ein super tolles Interview, bin ich so überzeugt davon, nämlich endlich eins mit einer Frau, das ich jetzt führen kann. Und Genau. ja, es ist wieder ein Interview in meiner Erfolgsinterviewreihe auf meinem YouTube-Kanal Stimmcoach. Und ich freue mich natürlich, wenn du das dann likest und verteilst. Und freuen wir uns beide drüber, glaube ich. Und es einfach ja auch für gut befindest und kommentierst. So, jetzt aber geht's los. Es geht in die Vollen. Auf ihrer Webseite steht ein Leben ohne Entweder-Oder, sondern ein Leben mit voller Ja-Uns und starken Ja's zu dir und für dich. Und ihr Credo ist: Dein Erfolg ist eine bewusste Entscheidung. Ihr Lebensmotto, kann ich so sagen, ist Dream Big and Stand Out. Sie ist eine Frau, die sich, so habe ich es zumindest auf deiner Seite gelesen, von einem Schuldensumpf selbst an den Haaren herausgezogen hat und heute ein komfortables Leben lebt. Sie ist Top-Unternehmerin, Autorin, Online-Marketerin. Sie verkauft ihre Online-Kurse, ist Mama und Vorbild für so viele. Und sie macht müde Frauen munter jeden Morgen um 9 Uhr mit ihrer Good Morning Show. Und ich freue mich total und riesig, dass du jetzt in meiner Show bist, liebe Karin Wess. Herzlich willkommen. Wow, herzlich willkommen. Was für eine Ankündigung. Ich sehe mich jetzt quasi schon auf die Bühne gehen vor Genau. 15.000 Menschen. Die Richtig. draußen jubeln und schreien und sagen, wow, nach dieser Anmoderation muss hier was richtig Cooles kommen. Ich hoffe, das liefere ich hier jetzt dann auch gleich ab bei Da bin dir. ich überzeugt, du bist cool, Karin. Also ich erlebe dich ja jetzt schon seit circa 1,5 bis 2 Jahren, verfolge ich dich. Ich habe auch ein paar Kurse von dir gekauft, die mich wirklich hochgepusht haben und mir auch so einen Tritt in den Hintern versetzt haben. Das kannst du super gut, muss ich sagen. Also selten jemand, der das so toll macht und wo man so viel Motivation dann auch kriegt. Ja, und für mich bist du einfach eine absolute Powerfrau. Und du unterstützt ja auch andere Frauen, ihre Ziele zu visualisieren und zu realisieren und wirklich letztendlich durchzupushen. Was war denn eigentlich deine größte Lebenskrise, aus der du dann so toll hervorgegangen bist? Meine größte Lebenskrise, so persönliche Lebenskrise, war sicherlich der Moment, als wir erfahren haben, dass unsere Tochter krank ist und diese Krankheit nicht überleben wird. Und das, was mir in dem Moment so unglaublich tief bewusst wurde, war dieses: Es gibt keinen Grund, auch nur irgendetwas aufzuschieben. Du hast keinen blassen Schimmer, was morgen ist. Und mit diesem: Ich weiß nicht, was morgen ist, durfte ich 1,5 Jahre tagtäglich mit diesem kleinen Zwerg aufstehen und nicht zu wissen, wie viel Zeit bleibt mir noch. Und das hat mir einfach auf der einen Seite gezeigt, wie wichtig es etwas ist, auf das du hingehen kannst, auch wenn du was anderes loslassen musst. Aber auf der anderen Seite hat es mir auch gezeigt, und dafür bin ich ihr unendlich dankbar, nicht nur was bedingungslose Liebe tatsächlich bedeutet. Jede Frau, die Mama ist, jeder Papa weiß schon, was Liebe ist auf diese Art und Weise. Aber in dieser Situation habe ich es nochmal auf eine ganz eine andere Art und auf einer ganz einer anderen Ebene erfahren dürfen. Und das Größte, was ich für mich daraus mitgenommen habe, war einfach zu sehen, wie viel Kraft in uns steckt, die wir uns nicht mal ansatzweise zutrauen,
die wir uns nicht mal ansatzweise erlauben zuzulassen. Und das war im Endeffekt diese größte Krise, die ich hier hatte, mit der ich lange beschäftigt war, aber die mir auch am meisten Kraft gegeben hat. Und auch heute, wenn ich da sitze und mir denke, wofür tue ich das alles, mich immer wieder darauf zu besinnen, ich sage, hey, es geht hier in diesem ganzen Game, es geht nicht um mich, sondern das, was ich jetzt schon geschafft habe, das, was ich schon erreicht habe, ja, ein Kind zu beerdigen, ist für niemanden easy. Ja? Nee. Und ich wünsche das niemandem. Aber die Art und Weise, auf die ich durch diese Krise durchgegangen bin, hat mich nochmals bestärkt darin, dass auch die 35 Jahre davor mich das Leben genau auf diese Situation vorbereitet hat. Ich hatte alle Tools an der Hand. Das, was gefehlt hat, war der Glaube an mich, dass ich das kann und dass ich das schaffe. Mhm. Und so ein Schlüsselmoment war damals mein Mann, der im Krankenhaus zu mir sagte, du, ich bin da für dich, so lange wie das dauert. Und ich habe so gesagt, du brauchst nicht da sein für mich. Ja, ich bin stark genug. Und das kam so aus dieser Energie in dem Moment heraus. Und das war so ein tiefes inneres Wissen, dass ich sage, wenn ich das meistern kann, dann kann ich bei Gott alles meistern. Dann kann ich wirklich alles meistern. Und das ist meine allertiefste Überzeugung. Das merkt man auch in jedem Wort, was du sagst. Also du versprühst wirklich so eine, wie soll ich das sagen, so eine endgültige Power, kann man, ist jetzt ein schlechtes Wort, aber es ist so fundierte Power, sagen wir mal so, wo man denkt, ja, du hast sicher auch schwache Momente wie jeder von uns, aber du meisterst die, ja, ganz sicher, hat ja jeder. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch auf der Welt gibt, der nicht mal unten ist oder mal sagt, Mensch, mir ist alles zu viel oder wie schaffe ich das oder so, aber du powerst es und das finde ich also enorm an so eine Kraft, die du versprühst und verteilst auf alle deine Zuhörer und Zuschauer. Das finde ich schon ganz toll. Was hat dir denn damals dann diese innere Kraft auch gegeben? Was ist da passiert? Was war der Schlüsselmoment eigentlich? Einfach nur soweit ich zurückdenken kann, ich hatte immer schon viel, viel größere Träume als alle anderen. Mhm. Wusste schon mit 15, 16, dass ich eines Tages selbstständig sein werde, dass ich mein eigener Boss sein werde, dass ich wirklich ein Imperium aufbaue. Also so noch vor 20 und Anfang 20 war das für mich so diese riesengroße Konzernzentrale, in die ich dann eines Tages reingehe, so als General Manager, mit riesigem Empfangspult und Glasfront und weiß der Kuckuck was, bis ich mir irgendwann dachte, oh mein Gott, was mache ich mit 1000 Mitarbeitern, will ich ja gar nicht. Aber das war so damals die Vorstellung von Erfolg und erfolgreich sein. Und als Beleg dazu, so quasi, wenn ich das habe, dann habe ich es geschafft. Also diese Idee, diese Vision von wirklich groß, die war immer schon da, obwohl ich keine Unternehmer, Selbstständigen in meiner Familie hatte. Also wo es herkam, sei völlig dahingestellt, es war immer schon da. Und in dieser Situation, dadurch, dass ich mich selbst ziemlich gut kenne, war für mich auch klar, dass ich sage, okay, wenn ich mich hier von etwas, von jemandem, den ich gerade erst gekriegt habe, der gerade erst in mein Leben kam, wenn ich mich hier von etwas verabschieden muss, dann brauche ich auf der anderen Seite etwas, das ich aufbauen kann. Ich muss etwas haben für mich, das wachsen kann, an dem ich mich anhalten kann. Das war wirklich so meine Grundüberlegung dazu. Mhm. Und somit war das dann wirklich auch so dieser finale Schritt. Ich habe mich so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, bin ich sehr bewusst in ein neues, selbstständiges Projekt reingegangen und habe das mit einer Kollegin, mit einer Partnerin damals auch aufgezogen. Und wir haben dem schon sehr viel Raum gegeben. Ich habe dann die Schwangerschaft und die Karenzzeit schon dafür genutzt, um da noch mehr Energie und Power reinzugeben. Weil da schon klar war, so dieses, oh, wirklich wieder zurück in den klassischen B2B-Bereich oder in den klassischen Corporate-Bereich, das passt irgendwie nicht mehr, das war plötzlich nicht mehr stimmig für mich, obwohl ich mit meinem Fräulein damals auch im Büro gestillt habe und so in die Besprechung reingegangen bin und all diese Dinge. Aber das war im Endeffekt so diese
und so wie es auf meiner Webpage steht, diese bewusste Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja, jetzt nicht noch länger herumzueiern, sondern das jetzt wirklich durchzuziehen. Und für mich quasi auch so diesen Schub auch zu kriegen, ja, es jetzt endlich zu machen. Mhm. Meine ganzen zigtausend Ausreden und meine ganzen zigtausend, ich bin noch nicht gut genug und ich kann das noch nicht und ich habe doch das noch nicht und du bist doch erst auf Management-Ebene, du bist doch noch nicht Geschäftsführer eines anderen Unternehmens, du hast doch noch nicht ein zweites Studium abgeschlossen und du hast doch noch nicht das, dass ich dann gesagt habe, oh wow, stop it. Ja? Es geht um was ganz was anderes im Leben. Und das dann einfach durchzuziehen, es hat wirklich dieser Moment war wirklich diese ganz bewusste Entscheidung zu sagen, so okay, und jetzt geh den Weg einfach. Er ist längst da, ich habe mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet, aber bin immer so vor diesem Bahnschranken gestanden in der Hoffnung, so, naja, der ist zwar jetzt offen, ich könnte hier drüber gehen, aber was wenn? Was, wenn ich den ersten Schritt mache und dann geht der Schranken zu? Ja, was wenn ich den ersten Schritt mache und vielleicht irgendwo fährt der Zug weg und schon geht das Signal los. Nicht, dass mich der überrollt, aber so quasi, ach, ich bleib lieber stehen, safe, ne, weil dann gehe ich nicht los und muss dann doch wieder stehen bleiben. Also bin ich gleich stehen bleiben. Ne? Und dann zu sagen, so, okay, aus, das geht auch wirklich definitiv anders. Das ist ja oft so diese Sekunde der Entscheidung, wo man sich nicht entscheidet. Die entscheidet dann aber letztendlich doch sehr viel. Ne? Also ich habe das auch gelernt und ich bin auch manchmal so zögerlich, weil man halt auch, also ich kam ja auch in Situationen rein, wo es mir nicht gut ging und dann hat man einfach immer noch mehr Angst, ob das auch klappt und ob das gut geht. Aber ich denke mal, wenn man den Mut hat und wenn man vorwärts schreitet und wenn man sagt, okay, du schaffst es und du wirst schon Hilfe kriegen irgendwoher. Es geht ja immer irgendwo einen Weg. Ne? Es klappt immer irgendwo. Und definitiv. Ja, sag mal, du hast gesagt, dein Satz ist, Erfolg ist eine bewusste Entscheidung. Hast du den kreiert? Ist der entstanden aus dieser einen Situation? Mich interessieren einfach solche Sachen, die man immer hört und denkt, wo hat man das her? Wo hat die Person das her? Das ist für mich sehr interessant. Bewusst ausgesprochen habe ich ihn so ein erstes Mal, als ich mit meiner PR-Beraterin zusammensaß, 2015, glaube ich. Aha. 2015, 2016 und habe dann noch zu ihr gesagt, Fengi, weißt du Doris, das wäre ein richtig guter nächster Buchtitel. Ja. Und habe das dann wieder irgendwie so fallen lassen, habe mich gar nicht weiter damit beschäftigt, weil wir eben mitten in dem Launch oder in den Vorbereitungen für das aktuelle Buch waren und bin dann erst so durch meine eigenen. Also ich sehe mir meinen Content immer wieder an. Ich sehe mir an, was ich schreibe. Ich sehe mir meine Videos immer wieder an und gehe auch meine eigenen Produkte, Online-Kurse immer wieder durch und bin dann draufgekommen, dass ich so dieses dein Erfolg ist eine bewusste Entscheidung immer wieder verwende. Mhm. Und dann habe ich mal so meine Sachen durchgekramt und habe mal ganz bewusst gesucht, seit wann verwende ich denn das? Und bin draufgekommen, das verwende ich seit Anfang 2014. Das war mir gar nicht klar. Es war mir nicht bewusst, ja, dass ich dein Erfolg ist eine bewusste Entscheidung seit 2014 genauso verwende. Ich habe es bis dato nirgends gesehen. Aktuell sehe ich es überall und jeder spricht davon, dass Erfolg eine bewusste Entscheidung ist, was ich immer sehr spannend finde. Ja. Aber ich verwende es für mich wirklich einzigartig seit 2014. Und ist scheinbar aus irgendeinem Flow heraus, aus einer E-Mail, da habe ich es zum ersten Mal drinnen gefunden, das am Schluss drinnen stand, weil dein Erfolg ist eine bewusste Entscheidung. Toll, tolle Geschichte, ja. Du hast ja, glaube ich, auch Mentoren und Coaches oder gehabt zumindest. Wie haben die dir helfen können oder wie haben die dir in deiner Situation geholfen? Ich finde diese Herangehensweise oder diese Überlegung immer so ein bisschen tricky, weil ein Coach ist für mich niemand, der da ist, um mir zu helfen, sondern auch ein Mentor oder wer auch immer. Anders ist es, wenn ich in Therapie gehe oder wenn ich mir ganz bewusst hier Hilfe suche. Das, was ich suche an Mentoren und an Coaches, ist Inspiration. Und manchmal
brauche ich einfach von einem Coach nur, dass er mir sagt, hey, du darfst dir erlauben, so groß zu denken. Du darfst dir erlauben, so weit zu gehen. Du darfst dir erlauben, das zu machen. Nächstes Mal brauche ich wirklich Klarheit für meine Strategie. Was aber definitiv ist, ist, dass ich seit 2013, seit ich mit diesem Business begonnen habe, nach meiner großen Pogo-Landung mit dem vorherigen Business, immer Coaches und Mentoren an meiner Seite hatte, mit kurzen Ausnahmen dazwischen. So wenn du merkst, okay, wow, das passt nicht mehr und jetzt brauche ich jemanden anderen, der mich inspiriert. Und ich habe mir immer Menschen gesucht, die in dem Bereich, den ich gerade forcieren möchte, besser sind als ich. Und zwar jetzt nicht nur im Online-Business-Bereich, da gibt es so viele Strategen da draußen, die super sind, sondern ich habe mir auch immer jemanden gesucht, der den Lifestyle lebt, den ich leben möchte. Das heißt, ich hatte nie einen Coach, der quasi dieser digitale Nomade ist, weil ich sage, das ist was, das will ich nicht mal nacheifern. Ja, weil ich habe Fräulein, sie ist jetzt 9, wir haben hier einen fixen, tollen Schulplatz, ich habe einen verrückten kleinen Hund. Ich will nicht mal wie ein digitaler Nomade leben. Das heißt, wenn ich so jemanden als Coach habe, würde ich vielleicht eher dazu neigen, zu versuchen, diesen Lifestyle irgendwie nachzuahmen, der aber gar nicht zu mir passt. Das war mit ein Grund, warum ich überwiegend Frauen hatte. Als ich Single war, wie war mein Coach? Single, aber mit Kindern, sprich alleinerziehend. Ja, das war so, das war nicht bewusst ausgesucht, das war nicht bewusst zu schauen, okay, wer da draußen ist jetzt Single, frisch geschieden und ist super erfolgreich, sondern das waren Dinge, die mir erst später wirklich bewusst geworden sind. Ja? Mein aktueller Coach ist glücklich verheiratet, hat einen kleinen Sohn, wünscht sich jetzt erneut Kinder, ist 45. Und das auch zu einer Phase, als ich mit meinem neuen Partner nochmal überlegt habe, ich bin jetzt 44, will ich nochmal? Will ich nochmal ein Baby? Wollen wir noch gemeinsam Familie gründen oder nicht? Und da dann irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe kapiert, okay, das ist viel wichtiger für mich, wenn ich mir einen Coach, wenn ich mir einen Mentor auswähle, wie der Lifestyle dieser Person auch ist. Ja. Ja. Dass das auch wirklich zu mir passt. Weil umso mehr kann ich von dieser Person annehmen. Jemand, der Kinder hat, die schon 18, 20 sind, versteht in vielerlei Hinsicht meine täglichen Challenges nicht, die ich habe mit einem 9-jährigen Fräulein, dass ich 5-mal die Woche irgendwo hinbringe und abhole und Taxidienst spiele und irgendwelche Playdates bei uns vereinbare und dann sind 5 Mädchen da, die Rambazamba machen und ich mich halt nicht 24/7 nur auf mein Business konzentrieren kann. Ja. Und das finde ich für jemanden da draußen auch wichtig zu schauen, dass wenn du dir einen Coach, wenn du dir einen Mentor suchst, dass es nicht nur die Business-Komponente ist, auf die du dich beschränkst, außer du suchst etwas ganz Spezielles. Also ich will nur wissen, wie Facebook-Ads funktionieren oder ich will nur wissen, wie ein Webinar-Funnel funktioniert. Dann hol dir diese Strategie mit rein. Aber wenn du wirklich einen Coach, einen Mentor an deiner Seite hast, der dich von dem, wo du jetzt bist, wirklich dahin bringt, dass du sagst, ich verdreifache, verfünffache, verzehnfache mein Business strategisch mittelfristig und zwar nicht in 3 Wochen, ja, dann such dir jemanden, wo du merkst, da passt auch dieser Lifestyle dazu, die Art und Weise, wie diese Person lebt. Ja? Weil du wirst so viel mehr mitnehmen an Inspiration, an Ideen, an natürlich auch an Strategien, aber eben auch dieses Ganze dazwischen ergibt plötzlich ein viel runderes Bild für dich selber, das du viel leichter umsetzen kannst. Das ist sehr wertvolle Input, die du da bringst. Also bringst ja eh immer wertvolle Inputs, aber das fand ich jetzt auch sehr, 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 sehr interessant, dass du sagst, ja, man soll den Coach nach seinem eigenen Lebensgefühl, Lebensstil suchen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, gute Idee, auf die habe ich eigentlich noch gar nie so geachtet, aber finde ich ganz, ganz toll und ganz wertvoll. Viele Menschen draußen, die wollen auch erfolgreich sein, aber irgendwie schaffen sie es nicht. Wo glaubst du, wo liegt hier der, wie sagt man da, der Hase im Pfeffer? Der Hase im Pfeffer, genau. Liegt im Korn, was auch immer, ja. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wenn jemand ein Ziel hat, eine Vision hat, einen Traum hat, irgendwas, was da drinnen brennt, egal wie lichterloh oder wie klein im Augenblick. Ja? Aber ich bin überzeugt davon,
dass wenn du dieses Ding in dir hast, dass es für dich da ist und dass du genau das erreichen kannst, dass du das wirklich schaffen kannst. Und alles andere drumherum spielt sich in unserem Kopf ab, spielt sich mit unserem Ego ab. Kann ich das? Bin ich gut genug? Darf ich das? Bin ich alt genug? Bin ich jung genug? Bin ich schön genug? Bin ich dick genug? Bin ich dünn genug? Habe ich dieses? Habe ich jenes? Habe ich whatever? Ja? Das heißt, wir umgeben uns so viel mit unseren alten Stories, was bisher war. Und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin. Deswegen sage ich auch immer, dass alles, was jetzt ist, the good, the bad, the ugly, alles, was in deinem Leben ist, hast du dir selbst zuzuschreiben. Und das ist das, was die meisten Menschen einfach erst wirklich realisieren müssen. Und zwar nicht nur, ja, habe ich verstanden, sondern wow, ich habe es echt verstanden. Die Wohnung, in der ich bin, die Klamotten, die ich anhabe, die Unterwäsche, die ich heute trage, die Tasse, aus der ich meinen Frühstückskaffee oder Tee trinke, all das ist nur auf meinem Mist gewachsen. Immer. Ja? Die Person, die neben mir aufwächst, die Kinder, die ich habe, das Umfeld, die Freunde, alles ist auf meinem eigenen Mist gewachsen. Und das habe ich mir zu verantworten und mir zu verdanken, je nachdem, wie ich sehe. Mhm. Und wenn ich aber jetzt hergehe und sage, okay, wenn ich hier bin, aber eigentlich dorthin will, ich will diesen Erfolg, ja, aber ich schaffe es nicht, dann meistens dessen oder deswegen, weil diese Lücke zwischen ich bin hier und da will ich hin, ja, ich will nicht sagen zu groß ist, aber weil die Menschen zu bequem sind, um diese Lücke zu schließen. Weil Veränderung nicht bequem ist. Weil es nicht bequem ist, sich von einem Partner zu trennen, weil es nicht bequem ist, seinen halben Kleiderschrank auszumisten, weil es nicht bequem ist, sich in den Spiegel zu sehen und zuzugeben, was ich bisher alles verbockt habe. Es ist nicht bequem. Es tut weh. Uneingeschränkte Ehrlichkeit zu sich selbst. Und solange ich aber das nicht habe und sagst, okay, ich weiß, ich hätte gerne die Bikini-Figur, aber trotzdem die Schokolade kaufe. Oder ich sage, ich weiß, ich hätte gerne die Bikini-Figur, aber trotzdem nicht laufen gehe, wird sich nichts ändern, weil die Bequemlichkeit siegt. Und die Bequemlichkeit siegt deswegen, weil ich meistens nicht schnell genug Ergebnisse sehe in dem, was ich verändern möchte. Mhm. Und gerade in dieser Welt, in der wir leben, wo alles instant ist. Ja? Wir kriegen alles auf Knopfdruck. Mikrowelle hat begonnen damit. Ja? Wir kriegen alles ratzfatz. Qualität sei dahingestellt, aber wir kriegen es ratzfatz. Wir können die Dinge in 5 Minuten aufwärmen oder nach 3 Minuten aus dem Trockner rausholen. Was? Lieblingssendung verpasst? Kein Problem. Wir kaufen uns den Film auf Amazon oder schalten Netflix ein. Wir kriegen die Dinge sofort. Amazon Prime heute bestellt, morgen geliefert. Und wenn wir dieses Prinzip umlegen, gehen uns natürlich die Ergebnisse, die wir haben wollen, nicht schnell genug. Und das, was ich den Menschen dann einfach immer wieder sage, fange, mach dir eine Liste, entscheide dich für 30 Tage, ein Monat, 30 Tage eine Sache zu tun oder eine Sache nicht zu tun. Ein Monat diese verdammte Schokolade wegzulassen. Ein Monat das Glas Wein abends wegzulassen. Ein Monat 10 Minuten Workout zu machen. Du musst nicht mit einer Stunde starten. Ein Monat lang jeden Tag in deinem Business verkaufen. Ja. Und du wirst sehen, wie sich dein Business weiterentwickelt. Step by step by step. Mhm. Nur die wenigsten geben sich diesen Monat Zeit. Ja, weil das glaube ich. Ein Monat. Also ich mir denke, okay, letztens beim Laufen habe ich beschlossen, ich werde 108. 108 Jahre. Warum auch immer, es war einfach so da. So, jetzt machen wir mal 108 mal 12. Das sind 1296 Monate. Und es geht mir darum, einen Monat lang was zu verändern. Stimmt. Es ist minimal. Es ist so minimal. Ja. Und ich habe selbst meine eigenen Excel-Listen und mache mir ein X für jeden Tag, wo ich das, was ich in diesem Monat schwerpunktmäßig schaffen, erreichen, durchziehen möchte. Ich mache mir jeden Tag mein X. Und es nervt mich, wenn an einem Tag kein X drinnen ist, weil ich weiß, ich habe es verbockt, niemand anderer. Ja, ich glaube, dass doch vieles, es ist zum einen sicher die Bequemlichkeit bei vielen und zum anderen auch dieses Schuld abgeben, also die Situation, die Kontrolle abgeben und das, glaube ich, ist der größte Fehler bei vielen. War es bei mir auch zwischendurch,
Ich war mal ziemlich unten, aus verschiedenen Gründen, und da habe ich mich ertappt dabei. Und jetzt, es geht jetzt seit einem Jahr wieder wirklich hoch, war auch viel krank. Aber das ist wirklich, was du jetzt sagst, das war bei mir zum Teil auch. Ich glaube, dass jeder diese Situation auch mal hat. Man muss nur wieder rauskommen, man muss kämpfen und man muss wissen, was will ich eigentlich? Und mein Leben ist mir zu schade, um einfach nur rumzujammern. Oder wir sind eh oft so eine Nation, gerade die Deutschen, glaube ich, eine Nation von Jammerern. Ach, die Österreicher sind nicht besser. Ach, nicht besser. Bin halbe Österreicherin übrigens. Perfekt. Ja, genau. Und du sagst ja auch, dein Credo ist Mindset matters most. Da sind wir nämlich dann auch wieder bei dem Punkt. Wie würdest du das jetzt nochmal vertiefen wollen oder beschreiben wollen, was du damit richtig meinst? Für mich ist es so, wie wir es gerade angesprochen haben, diese Verantwortung und die Kontrolle für mein Tun, mein Sein, mein Haben, für alles wirklich zu übernehmen. Und wenn ich merke, dass ich mir irgendwo im Weg stehe, dann stehe ich mir im Weg, nicht irgendjemand anderes, weil es wirklich für alles eine Lösung gibt. Es gibt so wenige Dinge auf dieser Welt, für die es keine Lösung gibt. In deinem Leben. Ich rede jetzt nicht von Weltthemen, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen riesigen Themen, ja, aber für die Situation, in die wir jetzt gerade sind, es gibt immer eine Lösung. Und die Lösung ist nicht immer die bequemste, da sind wir wieder dabei, aber es gibt eine Lösung. Und so wie du auch gerade gesagt hast, wenn ich weiß, wo ich hin will und wenn ich mir dessen sicher bin, dass das ist, was ich wirklich will und ich weiß, warum ich es will, dann ist wirklich entscheidend, dass ich mich selbst jeden Tag wieder darauf ausrichte, dass ich mich quasi wie den Computer reboote. Ja. Und sag, das, was gestern war, was gestern alles schief lief, völlig egal, ich fange heute quasi wieder komplett neutral an und gehe davon aus, dass ich es heute knacke, dass ich heute wieder einen Schritt vorankomme, dass ich heute wieder den nächsten Step mache, dass ich heute wieder mein X machen kann, auch wenn ich es gestern nicht gemacht habe. Aber heute tue ich es. Jeden Tag wieder. Und für mich ist so diese Prämisse, der Sinn des Lebens besteht für mich einfach aus Wachstum und Weiterentwicklung. Ja, ich sage, ich versuche jeden Tag für mich zu wachsen, ich versuche mich jeden Tag weiterzuentwickeln. Und auch wenn es minimal ist, aber minimal in der Unendlichkeit geht so extrem auseinander, dass du selbst mit kleinsten Schritten extrem viel bewirken kannst. Mein Ziel zum Beispiel für die nächsten 90 Tage, also ich bin jetzt gerade mittendrin in diesen 90 Tagen, ist beispielsweise jeden Tag 2 Kilometer zu laufen. 2 Kilometer ist nichts. Ich bin eine Läuferin. 2 Kilometer ist nichts. Es gibt keinen wirklich triftigen Grund, dass ich nicht 2 Kilometer laufe. Kein Eis, kein Schnee, kein Sturm, kein Regen, so wie jetzt gerade. Es gibt keine Ausrede, nicht wenigstens 2 Kilometer zu laufen. Das tue ich jeden Tag. 2,4, 2,7, 3, 5, 8, gestern 14 Kilometer laufen. Aber 2 Kilometer, das ist so mein Minimum. Mein Minimum, das ich für mich selbst, das unterschreite ich nie. Never, never, ever. Und sobald du diese Level, die du nicht unterschreitest, erhöhst, immer wieder ein klein bisschen, ich lasse es nicht zu, dass ich mir 5 Dinge vornehme und nur eins erledige. Wenn ich 5 Dinge vornehme, erledige ich zumindest 2. Im Amerikanischen würde man sagen, raise your bar. Ja, also erhöhe jeden Tag deine Latte. Ein kleines bisschen. Es gibt Dinge, die wir allesamt nie tun würden. Ja, ich würde nie was Verschimmeltes essen. Ja, das gibt es nicht in meiner Welt. Es kommt nicht vor, dass ich meine Miete nicht zahlen kann. Das ist ein absolutes No-Go für mich. Ja? Es kommt nicht für mich in Frage, dass ich meiner Kleinen kein Essen hinstellen kann. Ja? Egal wie pleite ich war. Ich habe Goldschmuck verkauft. Ich habe Andenken verkauft. Ich bin in die Goldanleihe gegangen. Also bitte einschmelzen, damit ich diesen Brioche-Knopf von 1,97 Euro kaufen kann. Ja? Das heißt, wir haben alle unsere unteren Levels. Und wenn wir uns anschauen, was wir Minimum in unserem Leben tolerieren, ach, dass mein Konto immer wieder überzogen ist, das toleriere ich. Ich lasse zu, dass ich bei anderen Menschen Schulden mache. Ich lasse zu, dass mich andere Menschen so und so behandeln. Ich lasse zu, dass andere Menschen mich nicht rechtzeitig bezahlen oder mir gar nicht zahlen, was sie mir schulden. All das sind Dinge, die wir tolerieren und zulassen. Und wenn ich beginne, hier
in kleinen Bereichen, in einzelnen Bereichen kontinuierlich, sukzessive etwas zu verändern, dann verändert sich einfach alles. Mhm. Winzig kleinen Schritten. Ja. Winzig kleine, die ich momentan vielleicht gar nicht so massiv merke. Aber wenn ich beginne, kleine Routinen zu verändern, kleine Dinge nicht mehr zuzulassen, neue Routinen zu integrieren, nicht alles von heute auf morgen, das hält niemand durch. Nee. Ja? Aber Kleinigkeiten, ja. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja? Mein Ding jetzt für diesen Monat ist zum Beispiel nach 19 Uhr nichts mehr zu essen. Wow, das schaffe ich noch nicht, nein. Ich auch noch nicht jeden Tag und es nervt. Aber allein, weil ich es mir vorgenommen habe, weil ich weiß, wie gut es mir tut, mhm. wenn ich nach 19 Uhr nichts mehr esse. Und sei es nochmal ein Toffifee, sei es nochmal zwei Chips, sei es nochmal eine Schokobanane, whatever. Ja? Aber zu sagen, nein, nach 19 Uhr wird nichts mehr gegessen, heißt für mich auch, okay, das Fräulein kommt zum Beispiel dienstags, wir kommen erst nach 7 heim. Also muss ich vorher essen und muss dafür sorgen, dass auch sie vorher isst. Ja, weil sonst geht der Plan nicht auf. Das heißt einfach im Kleinen umzudenken, mich umzustrukturieren und sagen, okay, für diese Tage brauche ich einfach einen anderen Plan. Und weil ich einen Plan habe, weil ich weiß, was dann kommen wird, kann ich damit umgehen und kann mir etwas überlegen. Genau. Ich denke gerade dran, ich habe mir bei dir, ich glaube 2018 war es, damals diese 21-Tage-Challenge gekauft. Mhm. Und die hat mich so, die war so toll für mich. Ich muss die jetzt wieder mal machen, weil die ist einfach, die ist spitze gewesen. Ich habe mich da so motiviert und ich habe wirklich jeden Tag mein kleines Training gemacht, mindestens 10 Minuten. Also es waren so 3 Sachen, die ich wirklich jeden Tag durchgezogen habe. Das war so gut. Mein Gott, ich habe dann wieder was ein bisschen verschlammt, aber ich habe gedacht, ich muss das jetzt wieder machen, weil man fühlt sich so gut dabei, wenn man etwas durchzieht. Ja, und, absolut. Und das tut dann, das gibt dann selber auch so eine Power. Du weißt, du schaffst es. Ne? Genau. 19 Uhr, okay, muss mal gucken, ob ich es dann doch mal schaffe. Du bist ja so ein gutes Vorbild in solchen Sachen. Kann ja auch das sein, dass ich sage, okay, dann frühstücke ich nicht vor. Ja? Ja. Dass ich halt meinem Körper auch diese Zeit gebe, wo er mal nichts zu verdauen hat, wo er einfach sich um andere Dinge kümmern kann. Ja. Aber einfach zu schauen, was können so kleine Dinge sein, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun. Ja, einerseits für meinen Körper oder für meine Beziehung oder für meinen Kopf, für meine Gesundheit, für mein Business. Bei mir bestehen diese Punkte immer wieder aus anderen Dingen. Ja? Mhm. So ist es zum Beispiel, ich sage, okay, ein Buch pro Woche. Ich will ein Buch pro Woche lesen. Ich bin schon 3 Wochen im Verzug. Ja? Aber beruhigt ja, dass dir das auch mal passiert. Dann geht es darum zu schauen, okay, wie hole ich das wieder auf? Weil ich einfach so ticke. Ja. Ja. Oder bewusst wieder darauf zu achten, mindestens 2 Liter Wasser zu trinken. Ja. Ich zähle zu diesen 2 Litern Wasser auch meinen Tee dazu, weil das ist nur Kräutertee ungezuckert. Mhm. Aber bewusst darauf zu achten, ja, hat heute dazu geführt, dass ich um 4.40 Uhr aufstehen musste, weil ich echt dringend zur Toilette musste. Weil ich gestern abends dachte, das eine Glas Wasser, das musst du jetzt noch trinken, sonst bist du nicht auf 2 Litern. Aber das sind diese kleinen Commitments, die wir erreichen können, die wir durchziehen können. So wie du sagst, wir fühlen uns so gut, wenn wir es geschafft haben. Absolut. Das sind diese kleinen Erfolgserlebnisse, die wir uns selbst jeden Tag kreieren können, um uns selbst zu zeigen, hey, wir sind jemand, der was durchziehen kann. Was wir sagen, das ziehen wir auch durch. Wir halten unsere eigenen Versprechen. Das stärkt Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Ja, das steigert die Motivation. Es sind so viele Dinge, die dir dabei helfen, dass du bei dem, was du gerade auch für dein Business erreichen willst, viel konsequenter und kontinuierlicher wirst. Das stimmt, absolut, ja. Genau. Karin, hast du denn, ich meine, du bist jetzt ein Vorbild für viele. Auch für mich. Also ich finde deine Morgenshow, die finde ich sowieso super, dass du das jeden Tag so durchziehst. Die geht jetzt auch, wie lang? Über ein Jahr, ne? Ja, schon deutlich über ein Jahr. Mhm. Deutlich über ein Jahr. Wahnsinn. Hast du denn selber auch Vorbilder, wo du sagst... Ach, jede Menge.
Wer mich unendlich inspiriert, ist Richard Branson. Mhm. Ja, mich auch, ganz toll. Wer mich einfach, weil das ist Großdenken, verstehst du? Mhm. Da bin ich noch so weit weg. Das, was dieser Mensch macht, ist wirklich Großdenken. Ja, ja. Inspiriert mich ungemein. Ja? Nicht nur von seinem Umweltengagement her, sondern auch, wer und wie er ist als Mensch. Ja, ja, so absolut. Ich mag den auch so irrsinnig gern. Ja, kann so viel lernen von ihm. Wer mich extrem inspiriert, ist Beyoncé. Das ist ein Wahnsinn. Ja? Auch jetzt mit Super Bowl und der ganzen Show. Man kann reden, was auch immer man will. Genauso auch wie J-Lo. J-Lo und Shakira waren ja in der Halftime-Show. Aber diese Frauen, die sind sowas von diszipliniert und ich sage jetzt mal addicted to success. Ja. Ja? Auf so eine schöne, kraftvolle Art und Weise sind Mamas, genau wie so viele von uns. Ja. Und leben uns vor, was du schaffen kannst. Natürlich kommen jetzt all die Unkenrufe, aber die haben doch Nannies und die haben doch. Ja, aber sie hatten nicht immer. Ja? Nee, eben. Du musst erst an diesen Punkt kommen. Und dennoch musst du es durchziehen, was du dann hier tust. Genau. Ja? Wer mich extrem inspiriert, ist auch Robin Sharma. Einfach, weil er so unglaublich diszipliniert ist, dass ich mir denke, holy, Wahnsinn. Ja, wie geht das? Ja, aber es gibt mir immer wieder neue Impulse, neue Ideen, ob jetzt ein 5am Club, wo ich sage, okay, ich bin ganz viel, aber ich bin kein 5am Club, aber ich mag zum Beispiel sein Free Massage Protokoll extrem, wo er sagt, okay, dann geh mal, ich glaube, 4 Wochen oder 6 Wochen lang dreimal die Woche zur Massage und schau, was es mit dir macht. Mhm. Ja, ich habe es noch nicht durchgezogen. Ich habe es immer wieder noch quasi auf meiner Bucketlist. Aber ich sage, ja, wow. Wenn du dir so viel Raum für dich gibst, um zu empfangen, macht das garantiert extrem viel mit deinem Körper. Und sowas finde ich einfach sehr spannend. Seth Godin, der Marketer schlechthin, ist jemand, der mich extrem fasziniert. Auch weil er in diesem täglichen Ding drinnen ist. Er schickt jeden Tag seinen Newsletter aus. Er schreibt jeden Tag. Und er sagt auch selber von sich, ich schreibe oftmals 4 Stunden lang nur für die Tonne, um dann 2 Zeilen überzulassen. Mhm. Und das ist Commitment. Und das ist das, was dich dann wirklich in diesen, sag ich mal, Expertenhimmel hochhebt. Weil wenn du 4 Stunden jeden Tag praktizierst, was du tust, und versuchst, besser dabei zu werden. Ja? Und das ist das, was so viele eben nicht schaffen, was so viele nicht machen. Ja? Unlängst habe ich von Kobe Bryant, der ja gerade erst verunglückt ist, auch gelesen bzw. gehört, dass er über sich selbst gesagt hat, ja, Gott hat mich mit einem riesigen Talent als Basketballspieler beglückt, ja? Aber ich trainiere jeden Tag, als hätte ich kein Talent. Ja. Und das sind für mich diese Dinge, wo ich sage, wow, da kriege ich Gänsehaut. Ja, das sind so diese Vorbilder für mich. Aber das sind auch die Menschen, die dann vorwärts kommen. Also ich war ja lang auf der Bühne und da war es auch so. Ich war nicht untalentiert, aber ich habe ja auch gearbeitet, habe jeden Tag dafür gearbeitet. Mhm. Und viele habe ich dann halt gemerkt, die wirklich, man sagt es so, Stimme in den Hals geschissen bekommen haben. Die haben oft nichts getan und die sind dann auch weg gewesen vom Fenster ziemlich schnell. Und ich habe mich doch immerhin über 30 Jahre halten können. Und das ist für mich schon so immer wieder, es zieht sich immer wieder durch. 5% Talent, aber 95 musst du tun. Und das ist einfach immer dranbleiben, immer machen, immer besser werden in dem, was man ist. Das sagst du ganz genauso richtig. Ja. So wie mein Marketing eben auch sagt, 1% Inspiration. Genau. Aber 99% Transpiration. Dann musst du es umsetzen, dann musst du es tun. Ja? Genau. Nur die Inspiration bringt dir nichts. Und so wie du auch so schön sagst, nur das Talent bringt dir nichts, wenn ich nichts mache aus meinem Talent. Ja? So ist es. Noch ein anderer Punkt interessiert mich sehr. Du bist ja so eine Verfechterin vom Journaling. Was? Verfechterin würde ich nicht sagen, sondern eher riesen Fan davon. Was bist du Fan davon? Ja, gut, hat mich vielleicht falsch ausgedrückt, aber du liebst es, du sagst auch immer, man soll das machen. Wie bist denn du da drauf gekommen und was hat es mit dir gemacht? Okay, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich tue es seit immer. Ah, okay. Als es noch keinen Begriff dafür gab, als ich noch nicht wusste, dass das, was ich da mache, Journaling ist. Ja. Es war
bis vor 15 Jahren sicher noch auf eine andere Art und Weise oder bis vor 10 Jahren noch auf eine andere Art und Weise. Oftmals war es nur so ein kleiner, so ein Taschenblock oder so, wo du jeden Tag so umblätterst und dann standen ein paar Sätze drauf, aber nie tagebuchmäßig, sondern immer, wow, das werde ich haben, das werde ich schaffen, so werde ich sein, das werde ich erreichen, der Tag wird heute so und so. Also es war immer schon sehr zukunftsorientiert. Frag mich nicht, wo es herkam, kann ich dir nicht sagen, war immer schon. Und ich habe erst vor einem halben Jahr, war das so in etwa etliche alte Notizblöcke und Notizkalender und so Zeugs von mir gefunden, wo genau diese Aussagen immer wieder drinnen standen. Und ich dachte, wow, so lange machst du das schon, war mir gar nicht klar, war mir absolut nicht bewusst. Wie gesagt, erst bis das Ding einen Namen bekommen hat. Mhm. Was es tut mit mir, das Journaling, grundsätzlich ist eben immer wieder dieses Ausrichten auf das Positive, nicht den Fokus legen auf das, was schief läuft. Das tue ich in einem Tagebuch. Mhm. Ja, ah, okay. Da lege ich oft den Fokus drauf, was war, das kann ich nicht mehr ändern, das war. Ja, egal wie oft und wie viel ich mich damit beschäftige, ich kann es nicht mehr ändern. Ich kann nur ändern, was jetzt gerade ist, wie ich mich jetzt gerade fühle und was kommt. Darauf habe ich Einfluss. Und das ist das, worauf ich mich immer fokussiert habe und konzentriert habe. Deswegen, ich bin nie auf diesen Smalltalk im Büro eingestiegen, wenn die Kolleginnen zusammenstanden und gezickt haben über irgendjemanden anderen oder was gestern alles schief läuft oder was da alles nicht funktioniert oder was für Troubles in der Beziehung gab. Es war für mich alles immer Nonsens, sich über solche Dinge zu unterhalten. Ja. Deswegen war ich auch immer diejenige, die nie wusste, was im Büro läuft und wer mit wem was hat. Der. Ich war immer totaler Außenseiter, was das anbelangt. Aber ich war so immer so zukunftsorientiert. Ja? Darum sage ich auch, ich bin so ein hoffnungsloser Optimist, weil ich so felsenfest davon überzeugt bin, dass es immer eine Lösung gibt. Ich muss sie nur suchen, ich muss sie nur finden, ich muss mich nur hinsetzen und die Augen offen, Ohren, alles offen haben diesbezüglich. Mhm. Und Journaling ist für mich, gerade wenn ich merke, es geht gerade nicht so gut. Letzte Woche beispielsweise bin ich vom Laufen zurückkommen und mein Freund fragt mich, hey, wie war's? Und ich so, frag mich nicht. Ja? Und rein ins Bad, knall die Tür zu, schmeiß die Klamotten in die Ecke. Bin dann gleich ziemlich theatralisch. Ja? Dreh die Dusche auf, spring da rein, heul, ja, noch und nöcher. Weil, ja, wenn du ein paar Kinder bekommen hast, ist deine Blase, dein Beckenboden nicht immer so fit, wie du das gerne möchtest. Und an diesem Tag hat es mich so angekotzt, dass ich meinen Körper nicht unter Kontrolle habe. Das ist quasi so dieses Tüpfelchen auf dem I war. Und ich habe mir halt quasi sprichwörtlich in die Hosen gemacht, ja? Wie das ganz, ganz viele Frauen kennen. Und an dem Tag war das aber so das Tüpfelchen auf dem I, weil ein paar andere Dinge da auch gerade geeckt haben und nicht so waren, wie ich wollte und deswegen einfach kurz am Explodieren bin. Mhm. Und wer mich kennt, der weiß dann auch, ich brauche dann einfach mal eine halbe Stunde, ich brauche mein Journal, ich brauche meinen Stift, um mich wieder auszurichten und wieder zu sagen, so, okay, gut, alles klar. Du weißt, dass deine Blase oder dein Beckenboden nicht perfekt ist. Du weißt, dass das immer wieder mal passiert, gerade beim Laufen, gerade bergab. Also tu was dagegen oder hör auf zu laufen. Und dann sitze ich halt einfach da mit meinem Journal und hole mir genau diese Energie wieder rein. Warum tue ich das und was ist mir wirklich wichtig? Das heißt, Journaling, diese die Ausrichtung dessen, weg von diesem Negativen, weg von dem, was ich jetzt in der Situation nicht ändern kann. Ja, ich hätte das Thema Beckenboden schon vor langer, langer Zeit angehen können. Ich habe die Überweisung in die Klinik. Ja. Ich weiß, dass eine Operation ansteht diesbezüglich, weil es nicht einfach nur ein schwacher Beckenboden ist. Und es liegt einfach an mir, das zu tun. Und in den meisten Fällen ärgern wir uns ja über Dinge, von denen wir wissen, wir hätten es längst tun sollen. Genau. Wir hätten das Thema längst anschauen müssen. Wir hätten uns längst darum kümmern müssen. Und Journaling hilft mir dann dabei, wieder ins Tun zu kommen und genau diese Dinge anzupacken und zu sagen, okay, love it, leave it, change it. Und in der Regel kommt raus, change it. Ja, und zwar so, wie ich das gerne möchte. Du machst das jeden Tag, ja? Ja.
Ich werde es auch mir angewöhnen. Ich habe es mir schon mal angewöhnt aufgrund von deinen Empfehlungen und von einem Kurs, den du Mindset Unstoppable, glaube ich, habe ich auch gemacht. Kann man nur empfehlen. Also du da draußen, hol dir den Kurs, weil die sind, boah, da gehst du aber los, echt. Also, und jetzt habe ich es wieder schleifen lassen. Mach dir eine Liste 30 Tage lang. Ja, jeden Tag genau, das werde ich machen. Journaling. Aber was ich gemacht habe, zum Beispiel hast du in einer Morningshow gesagt, man soll sich so bunte Zettelchen holen, so Klebezettelchen und die dann irgendwo drauf tun. Die kleben an meinem Kühlschrank. Mhm. Und das habe ich schon mal gemacht und ja, das ziehe ich auch durch. Also das finde ich jetzt schon gut. Ja, aber Journaling werde ich doch wieder machen, weil als ich es gemacht habe, hat mich das jedes Mal aufgepowert. Das ist wirklich so. Und wenn du diese Power hast, du kannst nicht immer alles machen, was du aufschreibst. Also ich jedenfalls nicht. Und aber es trotzdem, du hast so ein Ziel, so einen Weg und sagst, ey, ja, doch, da musst du wieder hin. Und dann hast du ins, abgekommen von dem Weg, da musst du wieder dich ausrichten, wie du gerade sagst, sich wieder aufs Ziel fokussieren oder da, wo man halt hin will. Ne? Es ist auch nur allzu menschlich, dass wir nicht hundertprozentig immer auf Top-Motivationskurs sind. Es ist nur allzu menschlich, dass wir zweifeln, dass wir uns hinterfragen, dass wir mal alles hinschmeißen wollen. Es ist allzu menschlich, dass wir Angst haben vor gewissen Entscheidungen. Mhm. Das gehört einfach dazu. Habe ich genauso. Ja? Jeden Tag wieder. Für mich ist nur wichtig, dass ich mich dabei ertappe und dass ich dann die Entscheidung treffe, welchem Gefühl gebe ich gerade nach. Ja? Und manchmal will ich einfach nur da sitzen und mich wie ein Häufchen Elend fühlen, bis es mir zu blöde wird. Ja? Aber manchmal will ich da sitzen und die Wände einreißen und sagen, wow, was kostet die Welt? Ja, bis ich sage, okay, jetzt komm mal wieder ein bisschen runter vom Gas. Das Tempo hältst du nicht ewig durch. Ja? Und für mich, wie gesagt, ich versuche halt einfach, mich sehr dabei zu beobachten, was ich denke und was ich tue und was ich nicht tue. Und daraus zu lernen und für mich zu entscheiden, will ich das so, dass ich schon wieder aufstehe und zum Kühlschrank gehe, bloß weil ich das jetzt nicht machen will, weil ich quasi ausweiche, weil ich weg will von einer Situation, die vielleicht unangenehm ist. Was tue ich stattdessen? Ja, Beispiel, ich habe mir vorgenommen, 90 Tage kein Alkohol und kein Cola Zero. Was habe ich begonnen stattdessen zu tun? Süßigkeiten zu essen. Ja. Ich habe unbewusst einen Ausgleich gesucht dafür. Und erst als mir das bewusst geworden ist, konnte ich was dagegen tun. Und das hat nur damit zu tun, indem ich mich beobachte, indem ich mein Verhalten beobachte. Weil ich bin niemand, der süßes Zeugs braucht. Noch nie. Noch nie. Ich bin nicht diejenige, die dauernd zur Schokolade rennt. Als ich begonnen habe, kein Alkohol, kein Cola Zero, kam plötzlich etwas anderes dazu. Ich wollte irgendwie was tun, was haben. Und erst sobald du merkst, ich tausche das eine Verhalten gegen das andere ein, dass beides nicht produktiv und gut ist für mich, kann ich was dagegen tun. Deswegen auch diese Regel, halt kein Essen mehr nach 19 Uhr, weil wann habe ich genascht? Nach 19 Uhr. Ja. Also es geht immer wieder darum, dich zu beobachten. Und genauso ist es in deinem Business. Wenn ich weiß, okay, es tut mir gut, jeden Tag live zu gehen oder jeden Tag zu verkaufen oder jeden Tag meine Post, meine Newsletter rauszubringen, zu versenden, jeden Tag meine 5 pro Tag zu tun, 5 Kontakte, 5 Spuren zu hinterlassen, jeden Tag, wenn ich weiß, das ist das, was mich voranbringt, mich dann zu committen und es zu tun. Ja? Und aufzupassen, was lasse ich dafür weg oder was nehme ich dafür hinzu. Weil gerade wenn wir beginnen, ein ungewünschtes Verhalten, eine ungewünschte Angewohnheit, ein ungewünschtes Lebensmittel, was auch immer, wegzulassen, wir neigen dazu, diese Lücke mit irgendwas anderes zu füllen. Und da müssen wir wirklich voller Intention rangehen und schauen, oh, womit fühle ich die denn? Mit etwas, das mir gut tut oder mit etwas, was genauso kontraproduktiv ist? Hast du einen Austausch jetzt für die Süßigkeiten? Das Bewusstsein dafür. Das Bewusstsein aber du isst dafür, jetzt nichts anderes. Cool. Okay. Ja, das reicht dann bei mir schon. Ja. Ja, es reicht mir, dass es mir bewusst geworden ist. Mhm. Ja, dass ich einmal bewusst ausgesprochen habe zu meinen Freunden, die sagen, boah, ich esse echt viel Süßes im Augenblick. Ich tue das als Ersatz.
Mhm. Ja, und das war ausreichend dafür. Genau. Weil ich so schwer dagegen bin, dass ich irgendein wie auch immer geartetes Suchtverhalten habe. Ja, ja, richtig. Und das ist quasi der Austausch, nach irgendetwas als Ausgleich zu suchen, weil mein Körper sagt, du, ich kriege jetzt weder Alkohol, noch kriege ich Cola Zero, was ich sonst immer kriege. Oh, mass! Ja, also jetzt gib mir was anderes. Ja, und dann zu sagen, so, das war nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja, und wie gesagt, für mich reicht dann ganz oft dieses Bewusstsein. Das Bewusstsein zu schaffen, weil dann kann ich wieder die Verantwortung für mein Handeln und die Kontrolle übernehmen, was ich wirklich will. Stark, wirklich stark. Also muss ich schon sagen, bist echt ein tolles Vorbild. Danke. Du bist ja auch Autorin. Mhm. Und du hast ein schönes Buch rausgebracht, was ich mir auch gekauft habe voriges Jahr. 33 Ideen, wie du sofort sichtbar wirst. Du hast alle selbst ausprobiert, nehme ich jetzt mal an, oder? Und wie bist du auf die Idee gekommen, weil du gemerkt hast, dass so viele nicht sichtbar sind oder sich schwer tun? Ursprünglich auf die Idee gekommen bin ich 2015, weil ich einen Blogartikel geschrieben habe. Damals ging mein Newsletter strikt jeden Dienstag 9 Uhr raus. Das heißt, jeden Dienstag 9 Uhr brauchte ich einen neuen Newsletter oder einen neuen Blogartikel auf meiner Webpage. Und ich hatte keine blassen Schimmer, was ich schreiben soll. Also habe ich einfach eine Liste gemacht. 33 Ideen, wie du sofort sichtbar wirst. Oder 33 Marketing-Ideen, die nichts kosten außer Zeit. Irgendwie so. Und ich fand den grottenschlecht, weil ich mir dachte, Gott, das ist einfach nur eine Auflistung von Möglichkeiten, die man machen kann. Ja? Völliger Schwachsinn. Ja? Ist ja kein Blogartikel. Doch dann ging dieser Blogartikel viral. Mhm. Und hatte innerhalb von 2 Wochen 1500 Shares, hatte x-tausende Likes, hatte ich weiß nicht wie viele Kommentare. Und ich dachte so, hoppla, was ist denn da passiert? Aus dieser Idee heraus entstand das Buch. Der Verlag kam auf mich zu. Also zuerst entstand ein Freebie daraus, wo wir es ein bisschen ausgearbeitet haben, diese einzelnen Ideen. Also ein PDF-E-Book, ein doch im Endeffekt dann, glaube ich, 30, 35 Seiten E-Book, wo jede Idee einfach ganz kurz beschrieben wurde und kurz erklärt wurde, was das eigentlich ist, was man da machen kann. Daraufhin kam der Verlag auf mich zu und hat gemeint, du, wir kennen dein E-Book und wir fänden das cool, lass uns ein Buch draus machen. Ne? Also wie man auch da sieht, auch aus Ideen, von denen du selbst nicht allzu viel hältst, kann was ziemlich Nachhaltiges entstehen. Und diese Ideen, was ich zusammengeschrieben habe, waren einfach Dinge, die ich überlegt habe, was habe ich in meiner Karriere als Marketingleiterin, was habe ich in meinem Business im Online-Bereich, was habe ich schon alles gemacht, was habe ich ausprobiert, was hat funktioniert, was hat für mich vielleicht nicht so gut funktioniert, aber für andere sehr gut funktioniert. Und das einfach mal zusammenzuschreiben und sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, die du tun kannst. Ja? Beschränk dich nicht darauf, dass Facebook für dich nicht funktioniert. Oder sag nicht, oh mein Gott, ich bin auf Insta, aber keiner sieht mich. Dann wähl dir 100 andere Dinge aus, die du tun kannst. Mhm. Und ein Punkt, der mir gerade in den Anfängen von meinem eigenen Business auch sehr wichtig war der zu sagen, was gibt es denn auch an Möglichkeiten, die ich ohne großes Budget tun kann? Mhm. Weil mit viel Geld kann jeder große Haufen scheißen. Ja? Dann kann ich jedes Ding groß rausbringen und kann überall in die Sichtbarkeit gehen. Weil dann hole ich mir die richtigen Leute, bezahle denen mächtig viel, stecke noch auf allen Kanälen das richtige Budget damit rein und jeder kennt mich. Wenn ich aber starte, habe ich weder ein Team im Background, noch habe ich das Budget, noch habe ich die Ressourcen, all das zu tun. Und so war halt auch ich auf der Suche nach Möglichkeiten. Wie gesagt, mit meinem Shop, der richtig baden gegangen ist, habe ich über 100.000 Euro Schulden gehabt im Endeffekt. Und ich so, okay, dann muss ich halt jetzt auch wieder raus. War ich eben auch auf der Suche nach Möglichkeiten, die kein Budget kosten. Was ich mit meiner Zeit tun kann. Und Zeit, wenn ich nicht ausgebucht bin, habe ich verdammt viel. Das kann ich investieren. Kann ich mich hinsetzen und kann machen und kann tun bis 3 Uhr morgens. Ja? Das sind Dinge, die ich tun kann. Sind sie bequem? Nein, aber ich kann sie tun. Ja? Genau. Und somit habe ich keine Ausreden mehr. Und das waren die Komponenten, die da irgendwie zusammenkamen, als ich diesen Artikel geschrieben habe. Und der Rest ist quasi History. Was ist der Rest?
Geschichte. Also Geschichte. Genau. Ja, super. Steht denn ein neues Buch in der Pipeline? Für mich gedanklich ja. Ich habe erst gestern auch, also ich brauche für ein Buch immer vorher, ich brauche den Titel. Mhm. Ja. Ich weiß, so viele sagen, der Titel kommt am Schluss, aber für mich war es wirklich so dieses, boah, ich brauche den Titel. Und gestern, wirklich, es war gestern Abend, als ich ein kurzes Video über ein anderes Buch gesehen habe, dass ich dachte, oh, das ist es. Ich habe mit meinem Verlag schon vor ein paar Wochen gesprochen über eine grundsätzlich neue Idee, wo wir auch gesagt haben, okay, die gehört noch so ein bisschen ausgefeilt und vertieft und bearbeitet, aber mit dem Impuls von gestern geht es wirklich in diese Richtung. Und grundsätzlich für mich steht für heuer ein neues Buch an. Super, super, bin ich gespannt. Du bist ja inzwischen umgezogen. Ich sage das jetzt mal, weil du das schon so öfters auch in den Good Morning Shows erwähnt hast, dass du in deiner Wohnung oder in eurer Wohnung am Küchentisch gesessen bist und von dort oft vieles gemacht hast. Jetzt im neuen Haus, bist ja umgezogen in ein Haus. Ja. Wie schaut's da aus? Hast du jetzt ein eigenes Büro oder? Ja, ich habe nicht nur ein Büro, ich habe sogar drei Büros. Ja, Wahnsinn. go big, ich sag's dir nur, wirklich, go big, ja, bei allem, was du tust. Also wir haben hier jetzt 380 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Das war mir halt einfach auch wichtig, auch damals schon bei der Wohnung zu sagen, ich brauche eine große Wohnung. Das Fräulein war damals 5 und wir sind in eine 120 Quadratmeter Wohnung gezogen, in bester Innenstadtlage, total pleite und ich hatte keine Ahnung, wie ich die nächste Miete bezahle. Ähnlich war diese Entscheidung auch hier, zu sagen, was mache ich mit so einem unglaublich riesig großen Haus? Aber wir richten unten ein YouTube-Studio ein, das wirklich nur für YouTube-Videos nachher auch zur Verfügung ist. Ich habe hier ein großes Büro, in dem schon voll Intention 2 Schreibtische stehen und nicht nur mein eigener. Hier ist quasi so meine Schaltzentrale, ja. Aber ich schnappe meinen Laptop genauso und sitze an dem Hochtisch in der Küche oder sitze nach wie vor an meinem Esstisch im Wohnzimmer und mache dort ein paar Sachen. Oder ich liebe es abends mit dem Laptop auf den Beinen, Fernseher an, irgendwie auf leise schalten und so vor mich hinarbeiten. Ich mache das einfach gern, weil ich das die letzten paar Jahre eben auch einfach immer wieder so getan habe. Das gibt mir viel so ein bisschen Geborgenheit irgendwie. Wir haben uns hier vergrößert, wir haben uns hier erweitert. Es gibt unten noch ein zweites großes Büro, wo wir auch überlegt haben, das gemeinsam zu nutzen, wo ich aber für mich merke, ich brauche diesen Freiraum für mich. Ich brauche dieses Türe zu, nur ich und mein Hund und gut ist. Und das tut mir in meiner Kreativität auch einfach gut. Ich arbeite gut und gerne alleine. Mhm. Ja, ich habe auch kein Problem damit, wenn ich eine Woche lang niemanden anderen sehe, außer mein Fräulein und mich. Das ist völlig in Ordnung. Und mein Freund hingegen, der ist genau das Gegenteil. Der muss immer viel unter Leuten sein. Das heißt, er will auch tagsüber viel mit mir kommunizieren, was oftmals nicht so gut funktioniert. Ja? Und deswegen ist auch diese räumliche Trennung einfach gut. Und wir wissen beide, wie wir ticken und wie wir funktionieren. Und wir reflektieren das einfach auch sehr viel. Ne? Somit nutzen wir zum Beispiel morgens, wenn wir mit dem Hund rausgehen, wir gehen gemeinsam. Das ist so diese Dreiviertelstunde, wo wir hier durch den Wald gehen oder wir gehen mittags oder abends dann nochmal gemeinsam mit dem Hund raus, um diese Zeit für uns zu nutzen. Das ist die Zeit, wo wir kommunizieren, wo wir miteinander reden. Ja? Oder wenn ich laufen gehe, richtet er mir Mittagessen her, er isst mittags nichts, dann kocht er was für mich und dann sitzen wir beim Mittagessen ganz bewusst zusammen, um auch uns als Paar dennoch auch zu zelebrieren, auch wenn wir hier getrennt gemeinsam arbeiten irgendwie. Ja? Und das sind Dinge, die finde ich, jeder für sich selbst herausfinden muss, wie er am besten funktioniert. Ja, ja. Ich könnte es mir gar nicht vorstellen, jeden Tag in ein Büro zu fahren. Ja? Ja. Nicht in der jetzigen Situation. Ja. Aber es ist ja auch schön und wichtig, auch, dass ihr ja auch im Privaten so ein Commitment habt, dass ihr euch da auch committen könntet miteinander, weil sonst, wenn das nicht wäre, glaube ich, dann, wenn man eben gegenseitig veranlagt ist, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, halt ein bisschen gegenseitig, dass er mehr Kommunikation will, du weniger, dass man sich da doch trifft, weil ohne geht's ja nicht, ne? Man muss ja auch da schon
irgendwie. Genau, und deswegen haben wir eben so unsere eigenen Regeln quasi dafür aufgestellt. Ne? Ich meine, wir machen so viele Visionen für unser Business, wir machen so viele Pläne für unser Unternehmen, wo wir hinwollen, was wir erreichen wollen. Wir planen unseren Urlaub, aber kaum jemand plant seine Beziehung. Kaum jemand hat wirklich Visionen für seine Beziehung und überlegt sich diesbezüglich was. Und das sind Dinge, über die wir immer wieder sprechen. Da ich sage, wer wollen wir werden? Wir sind quasi eine Patchwork-Familie. Wer wollen wir werden? Mhm. Ja? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen er und ich als Paar miteinander umgehen? Wie gehen wir mit seinen Kindern um? Wie gehen wir mit dem Fräulein um? Wie gehen wir mit dem Hund um? Wie funktioniert das alles zusammen? Und sich auch wirklich voller Intention diesbezüglich auch Gedanken machen, auch diesbezüglich eine Vision aufstellen und auch diesbezüglich Pläne machen. Wenn ich will, dass etwas funktioniert, dann überlasse ich das doch bitte nicht dem Zufall oder dem Glück oder dem Schicksal oder dem Universum. Ja, ich tue was dafür. Mhm. Ja, das ist in Kontrolle und Verantwortung. Das heißt es eben auch, in eine Beziehung zu investieren, weil das ist gemeinsame Commitment zueinander. Ja, ja, toll. Tolle Einstellung. Ich habe jetzt noch jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Was hast du denn noch für die Zukunft jetzt für Pläne? Oh, go big! In allen Varianten, in allen Bereichen. Es tun sich gerade einige Optionen auf, ein komplett neues Unternehmen zu gründen und so ein bisschen back to the roots für mich auch wieder zu gehen, was eben auch den E-Commerce oder Commerce-Bereich grundsätzlich auch anbelangt, was ich extrem spannend finde. Nichtsdestotrotz, 2020 steht ja für mich unter dem Begriff Movement, was in vielen Bereichen heuer auch wirklich Auswirkungen hat für mich. Und da wird sich noch jede Menge tun. Laut meinem Coach habe ich mein Business heuer zu verdreifachen. Das heißt, da wird viel umgedreht, viel an der Basis auch gearbeitet, Strukturen neu aufgesetzt. Und von dem her steht eben auch dieses Go Big auch nochmal an, was das Thema Reichweite und Sichtbarkeit anbelangt. Auch hier wirklich zu schauen, was sind die richtigen Kanäle, deswegen eben auch jetzt ganz bewusst YouTube als strategischen Kanal mit dazu zu nehmen, nicht nur zu sagen, ja, da bin ich auch, sondern als strategischen Kanal mit dazu zu nehmen und einige andere Bereiche in meinem Business eben umzustrukturieren, damit sie hier entsprechend einfach auch mitwachsen können. Ja, da bin ich ja gespannt, was demnächst noch von dir zu hören ist. Eine letzte Frage habe ich noch, Karin. Was sind denn so deine Werte in deinem Unternehmen und in deinem Leben überhaupt jetzt derzeit? Freiheit. Das ist mein oberster Wert, mein wichtigster Wert. Ich tue immer alles unter dieser Prämisse, das Gefühl der Freiheit zu haben. Das heißt, ich habe es letztes Mal auch als Beispiel gebracht, ich habe kein Handy in meinem Telefonvertrag, ich kaufe mein Handy, ja, und habe einfach einen normalen Vertrag, ja, weil dass ich dann nur alle 3 Jahre ein neues Handy kaufen kann, hat für mich nichts mit Freiheit zu tun. Eines dieser vielen Beispiele. Ja, ich auch. Und so treffe ich halt ganz, ganz viele Entscheidungen dahingehend, auch in meinem Business, unter dem Aspekt, zahlt das auf diesen Wert ein, ja oder nein? Und wenn ich merke, nein, dann tue ich das auch nicht, weil ich für mich schaue, dass ich meine eigene Integrität so hoch wie möglich halte. Es gelingt auch mir nicht hundertprozentig in allen Bereichen, aber mich immer wieder bewusst daran zu erinnern. Ja, super. Ihnen und Regeln, die ich für mich selbst habe, achte ich immer darauf, dass sie mir mehr Freiheit geben. Ja, ich habe viele Dinge, die für mich, von meinem Kopf her quasi nach dem Aufstehen in genau dieser Reihenfolge passieren müssen, weil ich weiß, dann ziehe ich sie auch durch und andere Dinge müssten den Tag über flexibel sein. Ja? Sonst fühle ich mich zu eingeengt, sonst macht mir das zu viel Druck, sonst dann mache ich sie nicht. Ja? Das heißt, wann auch immer ich mich eingeengt fühle, breche ich aus. Mhm. Ja? Also achte ich darauf, dass damit ich so funktioniere, wie ich funktionieren will, dass es eben immer auf diesen Aspekt der Freiheit mit einhergeht. Und das schaue ich wirklich in jedem einzelnen Bereich. Ja. Das ist dieser absolut höchste Wert für mich und auch in meinem Business. Das heißt, auch viele Business-Entscheidungen treffe ich dahingehend. Also ich will mich zum Beispiel nicht auf irgendeine spezielle Plattform, oh Gott,
auf irgendeine spezielle Plattform binden, von der ich zu 100% abhängig bin, ja, würde für mich nicht funktionieren. Also es gibt ja so Plattformen, da hast du Newsletter und Membership und Payment und weißt du, Kuckuck was und Landingpages, alles in einem. Ja, ja. Absolutes No-Go für mich. Ja. Weil ich sage, das macht mich abhängig von denen, bin ich nicht mehr frei. Ja. Und das sind so Dinge, bei denen ich immer wieder darauf achte, wie funktioniert was. Und so ist auch mein ganzes Business aufgebaut und konzipiert. Funktioniert für jemand anderen ganz anders und das ist völlig in Ordnung. Ja? Mir ist wichtig zu wissen, wie ich ticke und wie ich funktioniere und wie ich das eben auch wirklich umsetzen kann. Super, super. Ja, Karin, ich bin jetzt ganz geflasht von dem schönen Interview. Das war jetzt so viel Input, den du da geliefert hast und ich glaube, da ziehen ganz viele ihren Mehrwert raus. Ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du hier warst und wünsche dir jetzt einen tollen Weg. Einfach, dass deine großen Träume noch größer und dass die alle wahr werden, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, und du hast jetzt draußen ganz viel mitbekommen, worauf du auch vielleicht deinen Fokus legen kannst, weil Karin lebt so viel vor und ich denke mal, da kann man ganz, ganz viel abschauen. Ich wünsche dir heute jedenfalls einen genialen Tag und vergiss nicht, mich zu abonnieren oder die Glocke zu betätigen, dass du gleich hörst, wenn wieder was Neues kommt und verteile es gerne, kommentiere alles, alles, alles gern gesehen. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du wieder dabei warst bei diesem Podcast Die Stimme für Erfolg, in der es nicht nur um Stimme geht, sondern um authentische Kommunikation. Deine Persönlichkeit, deine Stimme und deine Texte geben eine Einheit und zeigen dich so authentisch nach außen. Abonniere mich gerne oder trag dich in meinen Newsletter ein. Als Dankeschön dafür bekommst du mein Report 15 klickstarke Buttontexte. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Schreib mir auch gerne deine Fragen, die du in einer der nächsten Episoden beantwortet hättest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg in allem, was du tust.